Hallo und herzlich willkommen zu meinem Stream. Heute ist der 11. Jänner 2022. Es ist 19.22 Uhr. Oder? Ja. 19.22 Uhr. Ich war gestern schon mal online und hab mir gedacht, ich erzähl heute wieder was für YouTube. Es kann sein, dass ich mich wiederhole, weil mir gestern jemand zugeguckt hat. Wenn es euch nicht interessiert, schaltet einfach ab, aber ich muss für YouTube auch Videos produzieren. Und mir geht's momentan richtig gut. Es gibt nicht viel Neues. Im Moment bin ich wenig depressiv und sehr gelassen. Natürlich habe ich Stimmungsschwankungen, aber die sind halbwegs im Griff zu halten. Und ja, ich habe mir vorgenommen für das Jahr, auch wenn ich keine richtigen Vorsätze habe, dass ich mich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lasse und dass ich mich nicht so schnell ärgere oder mir die Stimmung versauen lasse. Und das funktioniert bis jetzt ganz gut. Am Donnerstag muss ich nochmal zum Zahnarzt nach Ungarn, da bekomme ich meine Krone. Und ich glaube, dass ich noch eine Wurzelbehandlung bekomme. Weil mir ein Zahn ziemlich weh tut. Wo zwar noch eine Plombe drin ist, aber die dürfte wackeln. Und da dürfte Karies reingekommen sein. So, dass mir der Zahn jetzt weh tut. Und das gehört nochmal angeschaut. Das darf ich am Donnerstag nicht vergessen. Heute war Sonja da. Es war ziemlich unterhaltsam. Wir haben eigentlich den ganzen Tag geredet, Nägel gemacht und viel Spaß gehabt. Morgen kommt sie auch. Gestern war Marlene da. Mit der es auch ganz schön war. Ich habe gestern was von meinem Katheter erzählt. Und von Erfahrungen mit Passanten. Und das möchte ich hier jetzt nochmal wiederholen für YouTube. Ich bin Katheterträger, weil meine Blase nicht mehr richtig funktioniert. Und zwar habe ich keinen Katheter über die Harnröhre, sondern über die Bauchdecke. Das nennt man suprapubisch. Und zwar, da geht ein Röhrchen, ein Gummiröhrchen von der Bauchdecke zur Blase oder umgekehrt von der Blase zur Bauchdecke runter zu einem Katheterbeutel und der saugt ständig den Harn ab. Das muss gestanzt werden, das ist so ähnlich wie beim Piercingstechen. Tut nur weniger weh, weil es betäubt wird. Mein Onkel hat sehr weh getan. Der hat eine Nierenspende, der hatte auch mal einen suprapubischen Katheter. Aber ich habe ihn schon länger und ich bin schlanker gewesen damals. Und ich habe es gar nicht gespürt, das Stechen des Katheters. Da wird einfach ein Loch in die Bauchdecke und in die Blase gemacht. Und dadurch wird ein Gummischlauch geführt. Da die Blase zu Ablagerungen neigt, muss dieser Schlauch immer wieder gewechselt werden. Früher alle paar Tage, dann alle einmal im Monat und jetzt so alle 8 Wochen. Circa 7, 8 Wochen, manchmal 9. Das Wechseln des Katheters kann man über einen Draht machen, indem man den Katheter abschneidet, einen Draht bis zur Blase einführt, durch den Schlauch
Der hat ja ein Loch und durch den Schlauch den Draht bis zur Blase einführt, dann den Katheter entblockt und rauszieht und über den Draht wieder einen neuen Katheter einfädelt. Das tut allerdings sehr weh, obwohl ich zu wenig Gefühl in der Blase habe, dass ich fühle, dass sie voll wird. Also ich mache mich einfach an. Habe ich trotzdem noch Gefühle in der Blase, so dass es ziemlich weh tut mit dem Draht. Und gestern war ich Katheter wechseln, nach 8 Wochen oder 9 Wochen. Und der Arzt, wo ich jetzt bin, macht es ohne Draht. Der Arzt, wo ich vorher war, hat es immer mit Draht gemacht, weil ich Spastiker bin, von Geburt auf. Das heißt, ich habe unkontrollierte Muskelkrämpfe, obwohl ich dazu eher wenig neige, aber ja, es ist meine Grunderkrankung und bei neurologischen Patienten wird das meistens mit Draht gemacht, weil sich der Körper verkrampfen kann und dann das Loch vom Loch, das Blasenloch vom Katheter, vom Bauchloch abweichen kann. Aber ich habe den Katheter jetzt fast 9 Jahre und das ist schon wie eine gewachsene Harnröhre. Also da kann nichts mehr ausweichen. Die Blase kann noch so krampfen, sie löst sich nicht mehr. Und jetzt bin ich bei einem Arzt, der das ohne Draht macht, aber gestern hat es sehr weh getan. Zwar nur ganz kurz, aber sehr weh getan, weil halt extrem viele Ablagerungen sich auch am Ende des Katheters sammeln. Und beim Rausziehen tut es natürlich weh, weil eine glatte Fläche reizt die Blase und die Bauchdecke nicht so wie eine aufgeraute Fläche. Und meine Harnblase ist circa noch so groß. Also wie ein Golfball, vielleicht kleiner, etwas kleiner als ein Golfball. Das ist natürlich daher, weil die Blase ein Muskel ist und wenn sie ständig entleert wird, verliert dieser Muskel an Training und schrumpft. Und mit dem Ballon, der den Katheter in der Blase hält, ist fast kein Platz für Harn. Also wenn man den Katheter zum Sackerl wechseln oder zum Sack wechseln, zum Harnkatheter-Sack wechseln, abstoppelt und die Klammer drauf macht, damit kein Harn ausrinnt, sammelt sich innerhalb von 2 Minuten so viel Harn, dass wenn man diese Klammer wieder aufmacht, es richtig rausrinnt in den Schlauch und in den Sack. Weil ich einfach so wenig Platz in meiner Harnblase habe. Und ich habe mal das Erlebnis gehabt, dass mich ein Urologe, ich kannte ihn nicht, im Zug angesprochen hat, warum ich kein Beinsackerl verwende und unter der Kleidung verstecke, sondern offen den großen Kathetersack habe. Erstens mal habe ich 2 bis 2,5 Liter Harn am Tag, manchmal 3. Und in den Beinsack geht es vielleicht, wenn er nicht zu voll ist, ein halber Liter. Außerdem bin ich nicht recht groß, ich bin 1,55 Meter und habe sehr kurze Unterschenkel. Und das Anbringen des Beinsackes ist fast unmöglich, weil mein Unterschenkel so kurz ist. Und das wird mit Klettverschlussbändern festgemacht. Und
Das geht sich fast nicht aus. Also hängt mir direkt unterm Knie. Und das ist die kalte Flüssigkeit. Der Hahn, der aus der Blase kommt, ist natürlich warm. Aber das kühlt dann irgendwann aus. Und die kalte Flüssigkeit ständig unter dem Knie zu haben, ist unangenehm. Und zweitens ist es irrsinnig schwierig, diesen Beinsack zu entleeren, wenn ich das Bein nicht hochheben kann. Also ich müsste das Bein auf den Toilettenrand stellen, damit man das entleeren kann. Und abgenommen ist er nicht gleich. Das dauert eine Weile und unter der Kleidung, wenn der Schlauch durchgefädelt ist, muss ich mich fast komplett ausziehen. Und das geht halt in Shoppingzentren oder in Wien zum Beispiel nicht. In der Öffentlichkeit oder auf einer öffentlichen Toilette. Und so kann man den Katheter mit einem halben Liter nicht ausleeren. Und früher habe ich den Kathetersack, den großen, den ich jetzt so habe, in eine Tasche gegeben und die hinten auf den Rollstuhl gehängt. Dann war ich ein paar Mal mit meiner früheren Assistentin in Wien und da gibt's ja oft Taschendiebe. Und diese Freundin oder Bekannte hat mich darauf hingewiesen, dass wenn sie im Geschäft was ansieht und sich vom Rollstuhl wegdreht, dass man die Tasche sieht. Und es viel zu gefährlich ist, dass ein Taschenzieher, also ein Taschendieb, die Tasche runterreißt und mir den Katheter ausreißt. Und das wäre sehr schmerzhaft, blutig und gefährlich. Und früher habe ich auch in der Nacht den Katheter in den Beutel gehabt, also in einer Tasche, weil meine Hund dann immer angeknabbert hat. Da besteht er großteils aus Plastik und Gummi und er hat in mal ein Loch reingebissen und dann ist natürlich mein ganzes Zimmer geschwommen, bis ich am Morgen aufgestanden bin, weil da rennt er ständig Hahn weg. Und als er dann aufgehört hat damit, habe ich dann auch. Und als er zum Beispiel aufgehört hat damit und auch in einem anderen Raum geschlafen hat und nicht in meinem Schlafzimmer, habe ich es dann offen hängen lassen. Und jetzt ist es so, dass viele Leute, die mich mit diesem Kathetersack und dem Schlauch sehen, mich komisch anschauen oder ich bin auch schon mal aus einem Restaurant geflogen, weil ich einen offenen Katheter da hatte. Natürlich ist es nicht appetitlich, wenn ich am Rand sitze und man das sieht, aber auf der anderen Seite ist es ein geschlossenes System. Es kommt kein Hahn raus aus dem Sack, außer man macht ihn auf. Und man riecht's nicht, man sieht nur die gelbe Flüssigkeit und das könnte sonst was sein. Man sieht nicht unbedingt, dass ich einen Katheter habe. Und dass sich der Geschäftsführer so mokiert hat, dass wir rausgeflogen sind, obwohl keine Leute im Restaurant waren. Tut mir für meine Bekannten, die mit waren, leid. Aber wir wollten dann eine Beschwerde einreichen, haben es aber dann im Endeffekt gelassen. Weil natürlich der, der das Hausrecht hat und wenn ihm das stört, dann muss er mich halt entfernen lassen. Aber ich finde es sehr ungerecht, weil ich kann nichts dafür, dass ich diesen Katheter tragen muss. Und ich kann nichts dafür, dass man das Sackerl sieht mit dem Hahn und man riecht nichts, man sieht es auch nicht, wenn ich neben jemanden sitze und nicht direkt am Anfang des Tisches, es fällt nicht mal auf.
Ich vergesse ihn sogar oft, obwohl er in meinem Bauch steckt. Und ich finde diese Diskriminierungen sehr schade, weil ich kann nichts dafür. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich habe eine Blasenfunktionsstörung und es war einfach die einzige Option, das zu machen. Außer, dass ich Windeln trage und mich alle paar Stunden anpinkle. Und da war ich gerade 20, also, oder 22. Und das ist kein Leben mit 22, wenn man sich alle paar Stunden anpinkelt, wenn man die Blase nicht spürt. Da ist so eine Lösung doch besser. Und es tut mir leid für alle Leute, die das stört, aber es ist eigentlich nichts Anstößiges oder nichts Ekliges dran. Und ja, ich finde einfach blöd, dass ich so viele Menschen das Recht rausnehmen, mich für was zu verurteilen, für das ich nichts kann. Und deswegen wollte ich das hier auch nochmal sagen. Das lade ich jetzt auf YouTube rüber und ja, wer das jetzt doppelt gesehen hat von gestern, tut mir leid, aber ja, ich habe es nicht auf YouTube rüber gespielt. Ich bin schon bei 15 Minuten. Mehr habe ich eigentlich dazu nicht zu sagen. Morgen melde ich mich wieder so, ohne es auf YouTube rüber zu spielen. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, eure Ines. Bis zum nächsten Mal.